Heute sprechen wir über die Wut der Erwachsenen, wie wir damit am besten umgehen können, wie wir die Gefühle unserer Kinder am besten zuordnen können und welche Alltagsstrategien wir für Wutanfälle haben. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich heiße dich herzlich willkommen auf diesem Kanal. Heute geht es um das Thema Wut, Wutanfälle bei Kindern, bei Kleinkindern. Und ich werde euch ein paar Buchtipps hier in diesem Video nennen und ein paar Alltagsstrategien, wie ihr mit der Wut der Kinder umgehen könnt. Und ich würde sagen, das ist schon mein drittes Wutvideo auf diesem Kanal. Alle anderen seht ihr unten in der Infobox. Ich habe nun ein paar Jahre vergehen lassen seit der letzten Videos und habe inzwischen viele Erfahrungen selber sammeln können als Mutter von 2 Kindern innerhalb von 6 Jahren. In erster Linie geht es nicht darum, die Wut der Kinder zu verhindern, denn die ist ganz normal und trägt ja auch gut zur Entwicklung der Kinder bei. Es geht vielmehr darum, den Kindern auf Augenhöhe und bedürfnisorientiert zu begegnen. Denkt dran, ich habe dieses Video wieder in Kapitel zugeteilt. Also ihr könnt einfach unten mal in die Infobox reinklicken und springen, wenn ihr so wollt, in das jeweilige Thema, was euch interessiert. Zuallererst wollen wir die Wut der Kinder natürlich richtig zuordnen können, also auch deren Gefühle richtig zuordnen können. Ihr kennt das sicherlich, wenn die Kinder Hunger, durstig, müde sind, dann sind sie echt gereizt und das kann dann auch schnell in Wut ausarten. Also sollte man auch immer zuallererst die Grundbedürfnisse checken. Ich gehe zum Beispiel nie los, wenn die Kinder nichts gegessen haben oder müde sind oder, ne, ihr wisst, was ich meine, dann muss man ja auch nicht nochmal raus auf den Spielplatz und so weiter, auch wenn man verabredet ist. Und gerade wenn man verabredet ist, sollte man natürlich darauf achten, dass die Kinder alle versorgt sind, ne, gegessen haben, gesnackt haben. Oder wie lief es heute im Kindergarten? Gab es ein besonderes Ereignis, was das Kind geprägt hat? Meist ist das ja so, dass wenn die Eltern die Kinder abholen und die Kinder dann zu Hause sind, die einfach fix und fertig sind von dem Kita-Alltag, weil sie schon so viel mitkooperiert haben und dass sie dann zu Hause alles rauslassen können im sicheren Hafen von Mama und Papa, erstmal wüten müssen. Und wir verstehen meistens nicht so, woher das kommt und warum denn jetzt schon wieder. Und meistens sind wir Erwachsenen diejenigen, die dann auch überfordert sind, weil wir ja auch einen langen Tag hatten, nicht wahr? Genau darauf kommen wir dann später zu sprechen, auf die Wut der Erwachsenen. Aber zuerst wollen wir nochmal uns um die Gefühle der Kinder kümmern. Und hierzu habe ich ein Gefühlsrad aus dem Buch Erziehen ohne Schimpfen für euch parat gelegt. Es ist auf jeden Fall super interessant. Gefühle und Verhalten deuten. Hier steht, diese Anleitung kann Ihnen helfen, Emotionen richtig einzuschätzen. Welche Gefühle und Reaktionen kennen Sie von sich und welche von Ihren Kindern? Das sind die Basisemotionen, wie sich Kinder oft verhalten und ihre Emotionen ausdrücken. Im Gefühlsrad liegen die Emotionen gegenüber, die miteinander in Beziehung stehen. Hinter Wut steckt oft Trauer. Ekel ist das Gegenstück. Zur Neugier, Angst und Glück stehen aneinander im Weg. Also er hat Wut in sich und dann gehe ich weiter und schaue, okay, er ist zornig, er wütet richtig, er ist zornig und macht Dinge kaputt oder schlägt um, läuft weg. Zornig, macht Dinge kaputt oder läuft weg. Genau, und das würde ich auch auf jeden Fall zuordnen bei einem meiner Kinder, dass dieses Kind in Rage ist und dann Sachen in zornig kaputt macht, in der Wut kaputt macht. Um den innersten Kreis, hier steht es nochmal, um den innersten Kreis gruppieren sich die Liste der Gefühle, die die Basisemotionen darstellen. Kinder haben ganz eigene Wege, Emotionen auszudrücken in einem weiteren Ring. Sind dann die Gefühle, die typischerweise dann auftauchen, wenn das Kind dieses Basisgefühl hat. Häufig interpretieren wir Erwachsenen eben Falsches da drin. Ist freudig, energiegeladen und wird laut. Und bei diesem Gefühl wissen wir dann meistens nicht, okay, warum ist dieses Kind jetzt laut oder
saust herum und ist aufgedreht, das energiegeladen ist und eventuell muss es dann einfach mal ein bisschen Bewegung draußen haben. Überdreht vielleicht auch, das kennen wir ja auch. Also ich kenne das hier ganz oft, dass die Kinder voll oft überdreht sind und einfach mehr Bewegung draußen benötigen. Und jetzt in der kalten Jahreszeit machen wir das so wenig und da kriegt man das dann oft zu spüren. Und daraus resultieren dann oft auch so Wutanfälle, weil das Kind nicht weiß, wohin mit der Energie, ist die Stimmung echt im Keller und dann kommt der nächste Wutanfall. Und dann kann man sich als Eltern nämlich anhand dieses Gefühlsrad auch schon mal überlegen, aha, okay, vielleicht liegt es daran, ich verfolge dieses Gefühl mal kurz zurück und jetzt weiß ich auch, woher das kam. Und dann kann man auch eventuell besser, angepasster aufs Kind reagieren, sag ich mal. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du dieses Video likest und mir ein Abo gibst und natürlich auch die Abo-Glocke aktivierst, damit du in Zukunft auch kein weiteres Video mehr verpasst. Unsere Wut, unsere Trigger-Momente. Bringt dich dein Kind schon wieder auf 180? Das ist ganz normal, ich kenne das selber. Wir kennen alle das Gefühl, wenn wir auch selber durchdrehen, wenn unsere Kinder uns zur Weißglut bringen. Vielleicht in einem Tobsuchtsanfall werden wir auch laut oder müssen mal kurz das Zimmer verlassen. Aus diesem Grunde heißt es, wir wachsen mit unseren Fehlern und mit unseren Erfahrungen, wirklich. Ich musste auch zu Beginn meiner Mutterschaft erstmal lernen, woher das kommt und wie ich zu reagieren habe. Jedes Kind ist anders. Jetzt mit dem zweiten Kind sehe ich das auch. Also da sind wir auch schon mittendrin in der Autonomiephase. Jedes Kind muss anders begleitet werden und ich als Mutter muss mich auch immer wieder neu justieren. Ich lerne dadurch, mich selber besser kennen. Also wirklich, also es gibt keine bessere Situation, wo man sich als Erwachsenen selber kennenlernt. Denn die Wut, die du in dir trägst, in so einem Moment, hat ja einen Ursprung, also einen Trigger. Dich triggert etwas in dem Moment. Es löst etwas in dir aus, was dir damals vielleicht mitgegeben wurde in der Kindheit. Wer weiß, woher das kommt, ja? Aber irgendwas löst es aus, was dir damals mitgegeben wurde und du kannst es jetzt als Erwachsener umkehren. Du kannst es jetzt wesentlich besser kontrollieren und du siehst, okay, das hat mich jetzt auf die Palme gebracht. Kurzschlussreaktion, ich kann gerade nicht rational denken. Und dann sagt man mal ganz kurz dem Kind, ich muss kurz Hände waschen oder ich muss kurz pullern. Und du verlässt sofort den Raum. Und diesen Tipp finde ich einfach grandios, weil das Kind dann einfach nicht denkt, Mama verlässt jetzt das Zimmer wegen mir, sondern Mama verlässt jetzt das Zimmer, weil sie irgendwas machen muss kurz und aber wiederkommt. Also man sagt auch, ich komme gleich wieder. Das Kind soll keine Schuldgefühle entwickeln, weil wir nicht bei dem Kind sind oder weil wir kurz aus dem Zimmer gehen. Also man muss es irgendwie mit Ankündigung immer in Verbindung setzen. Auch wenn wir laut werden und einmal alles rauslassen müssen, dann sind wir ja auch in dem Sinne nur Vorbild für unsere Kinder und sie sehen, okay, die Wut, die Mama trägt, die muss anscheinend auch raus. Zeig es dem Kind so, dass es auch Vorbild ist. Also nicht, dass du jetzt irgendwo irgendwas kaputt machen müsstest. Ne? Es gibt so viele Strategien, wie man die Wut rauslassen kann und wir geben das den Kindern auch mit. Aber wir Eltern, wir bleiben da auch mal zu kurz und wir gucken nie drauf, wie wir unsere Wut wieder gerade biegen können. Ich zitiere mal kurz einen Kinderpsychiater, der sagte, es lohnt sich, ihre Kinder nicht anzuschreien, damit ihr Kind das Kind wird, das es von seinen eigenen Talenten und Veranlagungen werden soll. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wenn wir jetzt unsere Kinder anschreien und verbal fertig machen, dann trägt das deutlich zu einem geringeren Selbstwertgefühl bei und das ist auch schlimm. Das ist ja eine verbale Gewalt sozusagen. Ne? Versuchen wir schon Vorbild zu sein, wir Eltern, und auch wenn wir mal laut werden, dann kontrolliert und dann müssen wir auch immer sagen, okay, Mama musste jetzt mal kurz brüllen, es musste raus. Und ich bedauere es sehr. Ich bin kein großer Freund von Entschuldigung sagen, sondern es umzuformulieren in, ich entschuldige mich, sondern ich bedauere es sehr,
dass ich jetzt hier so laut geworden bin, dass dich das erschreckt hat. Ich sehe das, dass dich das erschreckt hat. Ich bedauere es sehr. Und das wäre so ein möglicher Ansatz. Ich kann es nur immer wieder sagen, nach 6 Jahren Erfahrung als Mutter mit 2 Kindern, kann ich das nur so weitergeben. Ne? Und jedes Kind in jedem Alter reagiert natürlich auch anders, weil sie eben im Kleinkindalter noch nicht so weit sind. Aber als 5- bis 6-Jährige schon deutlich mehr verstehen können. Und da gilt es natürlich auch, die Wut der Kinder genauso gerecht zu begleiten, als wie der ganz kleinen Kinder. Ich habe auch viel zu diesem Thema gelesen in diversesten Büchern. Beispielsweise kann ich euch auch dieses Buch empfehlen, Artgerecht, das andere Kleinkindbuch von Nicola Schmidt. Das andere Buch war auch von Nicola Schmidt, Erziehen ohne Schimpfen. Grandiose Bücher mit tollen Tipps und Tricks. Und ich habe euch auch ein paar jetzt nochmal aufgeführt hier in diesem Video. Wenn wir laut werden, verlieren wir nämlich den Kontakt zu uns selber und zu unseren Kindern. Die Ursache für deine und meine Wut ist nicht dein oder mein Kind. Es liegt in etwas anderem. Es liegt in etwas, was uns damals mitgegeben wurde. Wir können nur lernen, damit umzugehen und es anzuerkennen und uns zu sagen, mein Kind ist nicht schuld an meiner Wut. Was mache ich also nun, wenn mein Kind völlig durchdreht, alle Poster der Wand runterreißt, zerreißt, die Kuscheltiere der Schwester, des Bruders durch die Gegend schleudert und fast kaputt macht? Was tut man dann da? Eine Kinderpsychiaterin sagte einmal, wenn ein Kind Tobsuchtsanfälle bekommt, sei das noch die normalste Reaktion des kindlichen Wesens, sich auszudrücken. Also die normalste Version. Oder wenn ein Kind die ganze Zeit sagt, Mama, mein Arm tut weh, aber sein Arm tut gar nicht weh, sondern er will nur Aufmerksamkeit auf etwas lenken, wo er zu wenig Aufmerksamkeit hat. Ne? Oder die ganze Zeit sagt, vor Wochen bin ich vom Pferd gefallen, mein Bein tut immer noch weh, ich kann mein Bein nicht heben, mein Bein tut weh. Also in diese Richtung wäre die Gefühlslage des Kindes deutlich besorgniserregender, meinte eine Kinderpsychologin mal zu mir. Das fand ich auch super interessant. Was tun wir also, wenn mein Kind wütet? Ich bin in Kontakt mit meinem Kind. Ich höre dich und ich sehe dich. Das sind die Sätze, die ich andauernd sage. Du kannst auch einfach seinen Namen nennen. Noah, ich sehe dich. Noah, ich bin hier. Ich bin da. Noah. Ich bin da. Und das eigentlich oft wiederholen, weil in der Wut sind die Kinder in so einem Tunnel, in einem Wuttunnel. Und da hören sie einfach das alles gar nicht. Also irgendwas von Bestrafung und Beschimpfung und Lösungsvorschläge ist an dieser Stelle nicht richtig, weil die Kinder einfach nicht aufnahmefähig sind. Die müssen einfach mal wüten. Die müssen auch einfach mal zu Ende wüten. Ihre Wut auch aushalten können. Also diese Wut muss raus und wir als Eltern sind dabei bei der Wut und verlassen nicht das Zimmer, es sei denn, wie vorhin gesagt, mit Ankündigung. Aber dass man eben hier und jetzt beim Kind ist, auch wenn man nicht viel sagt. Ne? Und auch wenn man nicht viel, man denkt, man würde nicht viel beitragen, aber man trägt sehr viel damit bei, wenn man einfach nur anwesend ist. Auch wenn man keinen Körperkontakt geben kann, weil das Kind um sich schlägt, man ist einfach da und signalisiert dem Kind, ich bin da, ich bin hier für dich. Ich sehe deine Wut. Und wenn das Kind das spürt und merkt, Mama ist da und nimmt mich in meiner Wut auf, dann bringt es ihn auch einfach viel, viel, viel mehr, dann automatisch herunterzukommen. Also natürlich kommt es immer aufs Alter an. Ich habe das auch damals gemerkt, bei einem 3- oder 4-Jährigen ist es deutlich schwerer irgendwie, dass er selbstregulierende Fähigkeiten hatte, ne, um aus seiner Wut zu kommen. Da musste ich einfach mal mehr unterstützen. Jetzt, mit 5 und 6 Jahren, ist es tatsächlich so, ja, ich bin hier, ich bin da, ich verlasse nicht den Raum, ich bin hier. Ich sehe deine Wut, ja, und ich benenne diese Wut.
benenne sein Gefühl. Ich sehe, dass du gerade wütend bist. Ich sehe deine Trauer, dass du das gerade nicht machen kannst, obwohl du das gerne machen möchtest. Ich verstehe dich. Mitgefühl zeigen. Ich verstehe dich. Wenn man so langsam merkt, die Wut hat nachgelassen, das Kind wird aufnahmefähiger, dann kann man anfangen mit Alternativen besprechen. Also, ich könnte dir anbieten, was können wir tun, damit es dir besser geht? Und wenn das Kind irgendwas sagt, was natürlich nicht realistisch ist, dann sagt man, ja, ich verstehe, dass du das gerne machen möchtest. Und weißt du was, das machen wir auch. Wir machen jetzt etwas anderes. Ne? Wir machen aber jetzt, nicht aber, wir machen jetzt was anderes. Vor allem geht es auch nicht nur darum, das Kind abzulenken, sondern auch mit dem Kind nochmal darüber zu sprechen, ne? Wenn die Wut vorbei ist. Wie hast du dich gerade gefühlt? Hast du dich gerade so und so gefühlt, weil so und so? Ist das so, ja? Ich verstehe das, ne? Kannst du dein Gefühl auch zuordnen? Weißt du, was das für ein Gefühl war? Ja, und je älter die Kinder dann werden, desto eher wissen sie dann auch eine Antwort darauf, ne? Ich habe dieses Gefühl, habe ich oft schon gehört, ne? Und da muss man sich auch als Mama und Papa so ein bisschen reinfühlen und auch Mitgefühl dann haben. Damit man nicht nur Trübsal bläst, gibt es eine krass gute Strategie. Rangeln macht den Kindern meistens auch Spaß. Und in der Wut, so habe ich es auch erlebt, in der Wut können das die Papas oder vielleicht auch ein Klischee, vielleicht können die Mamas das ja auch, aber bei uns kennt es der Papa besser, wenn das Kind einfach super krass wütend ist und einfach diese Energie auch raus haben möchte, ja? Und dann passiert es im Affekt, dass der Papa mit ihm rangelt und dann ist die Wut auch irgendwann nach dem Rangeln irgendwie raus. Also das habe ich auch schon gesehen, dass das auch enorm helfen kann. Ne? Also wenn die Signale da sind und das Kind das will und ihr wisst, dass das Kind gerne rangelt, dann ist das natürlich ein tolles Spielangebot an dieser Stelle. Ne? Apropos Spielangebot, jetzt kommen nämlich nochmal ein paar tolle Alltagstipps und Tricks und Strategien, wie man eventuell brenzliche Situationen mit den Kindern spielerisch auflösen kann. Tolle Tipps habe ich aus vielen Büchern, aus viel Erfahrung, aus viel Gesprächen mit anderen Pädagogen und auch tollen Psychologen, die ich euch jetzt im Folgenden nochmal genauer erklären möchte. Welches Kind spielt nicht gerne, nicht wahr? Und Spieleangebote machen, das lässt Kinderherzen höher schlagen. Spielen löst nämlich Spannung. Im Alltag kann man diese Strategien echt gut anwenden. Thema 1 ist Zähneputzen. Wenn euer Kind nicht gerne Zähne putzt und ihr wisst, okay, dieses Thema artet gerne in Wut aus, dann versucht das doch mal lockerer zu machen mit einem Spiel. Es gibt ja verschiedene Ansätze. Zum Beispiel muss man einmal überlegen, ist da so viel Druck hinter, dass das Kind regelrecht wütend wird, sobald es ins Badezimmer muss zum Zähneputzen, dann lässt man erstmal Gras drüber wachsen, setzt dann irgendwann neu an, wenn die Zeit ein bisschen vergangen ist. Und ich weiß, Zähneputzen, ne, ist wichtig, aber hin und wieder. Wenn dann die Zeit reif ist, dann kann man sich natürlich überlegen, zum Beispiel packst du ein Zähneputzlied auf die Kreativ-Toni. Das werde ich jetzt demnächst machen, weil unsere Kleine ist ein Zahnputzmuffel. Aber sie liebt Tonis und das wäre eine gute Möglichkeit, sie dazu zu bekommen. Man kann natürlich auch gemeinsam ein Lied erfinden, ein Zähneputzlied. Die Zahnmonster jagt und jagt die Monster aus den Zähnen mit der Zahnbürste. Habt ihr schon mal ausprobiert, ob das Kind mal eure Zähne putzt, während ihr die Zähne eures Kindes putzt? Das ist auch eine tolle Möglichkeit. Ein weiteres Beispiel wäre dann auch noch morgens anziehen. Wir haben auch echt dieses Problem mit morgens anziehen. Uns hilft beispielsweise diese Anziehstraße. Einfach die Klamotten so zurechtlegen, dass es eine Anziehstraße darstellt und das Kind hüpft dann von Station zu Station und zieht sich an. Man hat dadurch mehr Freude beim Anziehen. Wir haben auch noch ein Anziehbuch gezeigt. Das hat auch eine Phase mal geholfen, nicht immer. Aber man kann dieses Anziehbuch gleichzeitig nehmen und vorlesen
und anziehen. Oder toter Mensch spielen. Das Kind liegt da und das Elternteil zieht das Kind an, aber möglichst dusselig, dass das Kind auch echt Spaß dran hat, angezogen zu werden. Erst ich, dann du spiele. Zum Beispiel Wettrennen, das klappt bei Papa und Sohnemann ganz gut. Wenn die ein Wettrennen machen, auf die Plätze, fertig, los, wer als erstes angezogen ist. Und dann stellt sich der Papa natürlich auch extra dusselig dabei an. Wir haben auch noch einen Klamottenkorb vorbereitet morgens. Eigentlich abends, eigentlich die ganze Zeit. In diesem Klamottenkorb legen die Kinder alle ihre Klamotten rein, die sie am Tag zuvor angezogen hatten, die man nochmal anziehen kann, die nicht dreckig sind. Und dieser Korb wird dann morgens von der Kommode runtergeholt und dann drin gewühlt. Und da dann können dann die Sachen rausgeholt werden, die angezogen werden. Und das klappt aber ganz gut mit dem Korb, muss ich sagen. Ein weiteres leidiges Thema ist das Losgeh-Thema. Entweder in die Kita oder einfach generell losgehen. Das ist ganz groß bei uns. Also wenn wir irgendwo nachmittags raus wollen, dann ist das wirklich der Endgegner. Ja, ich würde sagen, das ist der Endgegner, weil wir kommen nicht aus der Haustür raus. Ich kenne es nur selber. Ist immer Potenzial für einen Wutausbruch. Weil ich genau weiß, wenn ich jetzt was Falsches sage, ich muss gar nichts was Falsches sagen. Ich muss nur sagen, wir gehen jetzt dahin. Dann ist die Wut da. Ich muss nur sagen, könntest du bitte heute deine andere Jacke anziehen? Nee, dann ist auch die Wut da. Deswegen versuche ich und du, wir versuchen, eine spielerische Lösung fürs Losgehen herauszufinden. Und zwar, ihr macht einfach ein Spiel draus. Das Kind entscheidet, was es anziehen darf. Haha, das mögen wir alle nicht. Aber vielleicht hilft das ja in dem Moment. Man gibt dem Kind die Möglichkeit, später eben entscheiden zu können, wenn ihr zum Bäcker geht, dass es sich etwas aussuchen darf in dem Moment. Kinder brauchen Rituale. Ihr kennt das ja aus dem Kindergarten. Die haben ihre Rituale. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch fürs Losgehen, dass man beim Losgehen morgens immer dieses Ritual hat. Beispielsweise bei uns ist das so, der Anziehkorb wird runtergeholt, die Kinder ziehen sich eigenständig an oder eventuell brauchen sie an dem Morgen Hilfestellung. Nach dem Anziehen frühstücken wir und nach dem Frühstücken ziehen wir uns direkt an und dann gehen wir los. Also diese Übergänge sind möglichst kurz und die Kinder wissen aber genau Bescheid. Nach dem Aufstehen so und so und dies und das. So, und das muss man auch irgendwie implementieren im Alltag, weil ja eben die Kinder am besten durch Rituale wissen, was zu tun ist. Und die Abendroutine ist heiß geliebt von uns allen, oder? Jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. All das, was ich gerade gesagt habe, wo seht ihr euch am meisten? Also was mögt ihr so gar nicht? Wo seht ihr die Schwierigkeiten hoch 10? Schreibt es mal in die Kommentare. So, wie bekomme ich die denn jetzt zum Zähneputzen? Wie bekomme ich die jetzt zum Anziehen und ins Bett? Und da gibt es auch tolle Spielstrategien und die werde ich jetzt auch demnächst anwenden. Nonsense-Spiele. So Quatschmacherspiele. Wir gehen heute nicht mehr ins Bett. Ihr bleibt so lange wach, bis ihr nicht mehr könnt. Oder irgendwie, ihr bleibt heute den ganzen Abend wach. Heute wird nicht mehr geschlafen. Und dann denken sich die Kinder, nein, ich gehe heute aber. Guck, ich habe jetzt mein Pyjama schon an. Wenn man dann am Ende Zähne geputzt hat und endlich im Bett liegt, aber immer noch keine Ruhe eingekehrt ist, dann kann man auch versuchen, mit Ruhe und Aufmerksamkeit die Kinder dahingehend zu lenken, dass sie von sich selber aus entspannen. Durch kleine Achtsamkeitsübungen. Vielleicht habt ihr ja ein tolles Hörspiel, eine Achtsamkeitsübung für Kinder. Vielleicht habt ihr ein tolles Hörspiel. Vielleicht habt ihr ein oder sprecht auf eure Kreativtoni ein paar Achtsamkeitsübungen auf. Es gibt auch noch Achtsamkeitsbücher für Kinder, die sind ganz toll. Das ist unser Achtsamkeitsbuch. Entspanne wie ein Panda. Das finde ich wirklich richtig süß. Einfach verschiedene Kapitel zum Thema. Da gibt es dann gute Nacht-Achtsamkeitsübungen. So. Zum Beispiel umarme dich selbst, sitze aufrecht da und strecke deine Arme ganz weit und zur Seite aus. Atme tief ein. Schenke dir eine große Umarmung. Wiege von einer Seite zur anderen. Danke, Körper, dass du heute viel geleistet hast. Lasse los,
Atme tief ein und wieder aus. Also das ist auch wirklich zuckersüß. Und der Verlag heißt auch zuckersüß. An anderer Stelle kann man auch noch versuchen, dass die Eltern einfach versuchen, etwas anderes zu machen. Sie hängen die Wäsche auf, sie summen ein Lied oder pfeifen ein Lied und die Kinder müssen es erraten. In der Konzentration sind die Kinder dann auch ruhiger. Also wenn sie dann aufmerksam sind, um etwas zu erraten, dann kehrt Ruhe ein. Und erst wenn Ruhe eingekehrt ist, können die Kinder auch so langsam entspannen. Ne? Das war's. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall auf unsere kommenden Videos. Schenkt mir gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Und ich freue mich dann aufs nächste Video mit euch. Bis dann. Tschüss.